Jo Leute, was geht? Ich bin mal wieder back am Start heute mit einem neuen Video. Und ja, heute machen wir Musical.ly's bewerten. Also, ich schaue mir Musical.ly's an und bewerte sie dann. Ich gehe mal auf die besten. Hier. Also, okay. Dann, ja. Hier suche ich mir dann irgendeinen Muse raus. Und dann schaue ich mal. Ich nehme jetzt erstmal Paul Zimmer. Okay. Hallo? Ja, so. Also, so. Ich schaue mal sein erstes Musical.ly. So. Are you into me? Do you? I really like. What do you? Do you feel? Also ich bewerte jetzt von 1 bis 10. Das Prinzip müsstet ihr verstanden haben. Dieses Musical.ly, warte, ich schau's mir. Are you into me like I'm into you? I really like. What do you want to me? Do you feel? Also ich finde die Musik jetzt nicht so gut und so, aber ja, ich würde, ja, der haben es halt gut gemacht. Ich würde den eine 6,5 geben für dieses Musical.ly. So, erstmal liken. Also das Musical.ly. Okay, also das mag ich gar nicht, weil der wiederholt es nur und der macht da ja auch gar nichts. Das bewerte ich mit einer 1. Ja, das ist nicht gut. Jetzt werde ich das nächste bewerten. Das da. Oh ja, Mann, der nervt. Also mal Lisa und Lena. Es lädt immer vor lange. So. Das bewerte ich jetzt auch hoch. Da finde ich die Musik auch gut. Sie haben es gut gemacht. Ich würde denen eine 7,5 geben. Ja. Und ja. 7,5. I wish life had a pause button. Every day you pause. Ah! Okay. I wish life had a pause. Okay, ich habe aus Versehen weitergemacht. Das schaue ich nochmal. Und ich bewerte. I wish life had a pause button. Every day you pause. Okay. Don't. I wish life had a. So. Dieses Musical.ly finde ich bisschen gut gemacht. Das gebe ich auch 4,5, weil ich mag das nicht so. So gut ist es jetzt auch nicht. Dann das da. That's cool, but if my friends ask where you are, I'm gonna say. Okay, das gefällt mir gar nicht. Das gebe ich auch eine 5, eine 1. Also, ja, jetzt das nächste. Baby, there's nothing holding me back. Tear up my reputation, manipulate my decisions. So, ja, das, also die da hinten, also die gerade in der Mitte ist, die kenne ich auch, der folge ich auch und ja,
Ja. Das Musik mit dieser Musik gemacht. Und was ich mir auf Musik gefallen wollte. Steht in der Videobeschreibung. Ja, egal. Also, dir der mich auch. Und das Musical halt. Das Musical.ly hat mir auch gefallen. Also, jetzt nicht so sehr gut. Es gefällt mir. Also, ich bewerte es. Ich gebe eine 8. Nee, 9. Eine 9. Nein, das kriegt eine Null. Das gefällt mir gar nicht. Ciao. Gefällt mir gar nicht. So, den letzten Platz an. Cedric, BFF. Alles klar. Wenn es euch interessiert, das Video, also eine Freundin von mir, die hat auch so ein Video gemacht und ja, würde mich freuen, wenn ihr mal auf ihren Kanal raufschaut. Das halt, also ihr Kanal, das ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, ja. Und ja. Ja. Schaut in die Videobeschreibung, wenn es euch interessiert. Und ich sehe gerade, hier wird viel gemalt. Next. Danke. Hey, sind denn alle hier so schlecht? So. Mal hier. Bei wem? Nein. Behinderte Sau. Halt mal. Die Mädels sind wieder fein! Das ist das beste Wochenende. Den Film kenne ich. Mann. Das ist ich melde mich gleich wieder, wenn ich jemanden finde, der gut ist. Ciao. Hey Leute, schaut mal, was ich gerade gefunden habe. So ein, ja, also, das ist voll geil. Schaut euch das selber mal an. Wartet mal, ich zeig's euch kurz besser. Das ist voll geil. Und los. Okay, bis gleich, weil ich suche einen besseren. Ciao. Jo Leute, ich habe gerade noch eins gefunden, was voll geil ist. Ja, also ein Musical, das ich mit 10 bewerten würde, weil ich kenne auch den YouTuber, der macht durch Videos. Ja, den verlinke ich nicht in der Beschreibung, weil ich keinen Bock habe. Also, und hier. Okay. It's so beautiful outside today. It's so beautiful. Mir nicht so, aber es ist lustig. Eine 3. Oder das. Okay, nein, gefällt mir nicht. Ein lecker Pfannkuchen. Oh, das ist echt nice. Okay.
Das war's erstmal mit dem Video und